Emotion pur, die größte Seat-, Opel- und Honda-Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Lohmar. Blitzmarathon auf Erfolgskurs, Rückgang der Geschwindigkeitsunfälle. Die Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis beteiligte sich am 10. Oktober 2013 am ersten bundesweiten Blitzmarathon mit insgesamt 50 Messstellen. Das Konzept des Landes NRW gegen das Rasen als Killer Nummer 1 auf unseren Straßen ist so erfolgreich, dass sich nun alle Bundesländer am Blitzmarathon beteiligten. Dass die Kampagne, die vor anderthalb Jahren gestartet wurde, Wirkung zeigt, bestätigen inzwischen auch namhafte Wissenschaftler und Polizeioberrat Hans-Peter Sperber von der Kreispolizeibehörde in Siegburg. Na, im Moment, am heutigen Tag, konzentrieren wir uns auf den Blitzmarathon, den fünften Blitzmarathon, den die Polizei Nordrhein-Westfalen durchführt. Dieses Mal sogar bundesweit durchgeführt. Der Blitzmarathon, den kann man nicht isoliert betrachten, sondern der geht ins Gesamtkonzept einer Fachstrategie über. Und diese Fachstrategie in Verbindung mit dem Blitzmarathon, der hat nachweisbare Wirkungen auf die Verkehrssicherheit. Im Zuständigkeitsgebiet der Kreispolizeibehörde in Siegburg ist die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle in den letzten Jahren um 31% zurückgegangen. Dieser Rückgang wird sich nach ersten Prognosen in der Bilanz für das Jahr 2013 noch weiter fortsetzen. Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises verfolgt die Polizei das Konzept der Geschwindigkeitsüberwachung an gefährdeten oder gefährlichen Straßen und Orten. Die Beamten konzentrierten sich auch beim Blitzmarathon auf die unfallauffälligen Strecken, auf schutzwürdige Bereiche wie Schulen, Kindergärten und Seniorenheime sowie auf Gefahrenstellen.